Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr im Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Bei mir könnt ihr sehen, ich habe sehr gute Laune. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich hatte einen sehr, sehr guten Morgen. Das Wetter ist schön. Und ich mache ein Video. Was könnte Schöneres sein? Ja, ich weiß, es gab jetzt ewig kein Video. Ich habe auch ewig kein Lied gespielt. Jetzt locker eine Woche nicht oder so. Und deswegen, ihr kennt mich ja. Ich bin so ein Dude. Na, ich suchte immer, ich bin OTP alles. Das heißt, ich spiele immer einen Champion und dann 50 Mal hintereinander, ja. Letztens war das jetzt Ivan 50 Mal, Kindred, Akali, Talon, LeBlanc oder was weiß ich, alles schon durchgehabt. Alle, hab's ja schon alle gehabt, Leute. Und dann droppe ich sie aber irgendwie, so zack, droppt, ne, vorbei. So, von einem Moment auf dem anderen, ich weiß gar nicht, woher das immer kommt, ob ich so hart auf die Fresse kriege oder ob einfach die Lust weg ist. Einfach so zack, weg, ne. Tschüss. Und ja, Ivan ist cool, aber jetzt gerade so ein bisschen, ich brauche mal was Neues, ich brauche mal was, wo ich selber carryen kann. Bei Ivan ist immer so, meistens habe ich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ich habe sehr viel Ivan gespielt tatsächlich. Ja, ich habe noch nie so viel Elo in so kurzer Zeit gemacht, das möchte ich dazu sagen. Ja, heute ist es Katharina, beziehungsweise ich bin noch ein bisschen überlegen, Katharina, Ahri finde ich sehr, sehr cool. Und weil ich natürlich ewig nicht gezockt habe und mit beiden Champions super bad bin, habe ich mir, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich spiele auf dem Dia-Account Normal, wo sind wir ehrlich, ja, ist wahrscheinlich scheiße. Oder wir spielen, also es wäre ja Triple Handicap, ne? Wir haben ewig nicht gespielt, sind super bad mit Katharina und Onstream. Da rede ich viel, so wie jetzt, und dann kriegt man irgendwelche Sachen ab. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, Normals zacken auch, ja? Normals zacken wie Sau. Wenn jemand mich fragt, Tobi, Normal? Nee. Geh mal weg jetzt hier, lass mich in Ruhe. Vielen Dank, tschüss. Kein Blitzcrank, Electricut meine ich. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielen wir auf dem Gold-Account ein Ranked, ja? Klar, es ist Gold, aber... dreifach Handicap, Leute. Kommt. Ja, also. Wir spielen Katharina. Katharina ist cool, macht Spaß. Aber, also ich, bei Katharina muss man sagen, ich hasse, gegen sie zu spielen. Weil selbst wenn sie in der Lane 0-4 geht, irgendwann kommt zu dieser Moment, wo sie einfach, ja, dein Team killt und auf einmal 7-Star-Kill. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Na, 7 Leute auf einmal gekillt. Na, keine Ahnung, wie das, klappt, aber das ist jedes Game so, ne? 04 Katharina ist, guckst einmal, bist kurz shoppen, guckst einmal auf Map, drückst Tab, zack. 7-4. Ja, deswegen, wir gucken. Ahri wäre potenziell auch perfekt für mich. Das Problem bei Ahri ist immer, dass ich jetzt sehr viel Damage abbekomme. Das Problem bei Ahri ist, sie wäre der perfekte Champion. Ist ein Assassine, scaled aber auch relativ nett ins Game. Ist mobil, kann bestrafen. Problem ist irgendwie, weiß ich nicht. Kann ich es nicht durchziehen. Irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr auf Ahri. So, ich würde sagen, mit dieser Kanone, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen. Ich meine, das gehört ja alles dazu, aber wir wollen das Matchup gewinnen, Leute. Kommt. Wir konzentrieren uns. Ich habe jetzt sau viele Minions verloren. Das Matchup gegen LeBlanc, würde ich sagen, haben wir jetzt gute Chancen, nachdem sie gehintet hat. Ich würde sagen, das Matchup ist, ja, also Katharina ist im Early Game ja relativ schwach bis Level 6. Ja, da, ich glaube, bis Level 6 ist LeBlanc deutlich stärker als ich. Aber ab Level 6 habe ich den Vorteil, dass meine Ultimate einfach durch ihren Klon durchgeht, ja? Das heißt, wenn es... Ich drücke einfach R und ich treffe trotzdem ihr Dings. Oh, das ist jetzt sehr, sehr gut. Springt sie zurück? Das war die richtige, oder? Bin ich doof? Nein. Gut. Ja, das war, also, keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Ich glaube, sie wollte halt nicht zurück, weil Jarvan halt da war. Aber da war auch mein Dolch. Das heißt, das war eine Win-Win-Situation. Also, sie hätte auf jeden Fall auf die Fresse bekommen. So, ich habe jetzt sehr viele Minions verloren. Hater würden sagen, hey, Tobi, du hast voll viele Minions verloren. Ich sag, dafür hatte ich heute Morgen eine Latte. Ja, ja, ein Latte Macchiato. Leider ist mein Milchschlauch kaputt. Das heißt, ich... Gott, das kann man jetzt auch zweideutig sehen. Aber ich brauche einen neuen Milchschlauch, Leute. So, kein Pot, so wie man es macht unter Männern. Let's go. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob es jetzt Cutter wird. Ich bin noch so ein bisschen gucken. Twisted Fate. Es gibt so ein paar Champions, die auf der Liste to Main stehen. Katharina, Ahri, Twisted Fate. LeBlanc wird viel gebufft, aber ich glaube, LeBlanc ist zu harsh. Ich mag Champions nicht, die super im Late Game abfallen. Katharina ist, habe ich, glaube ich, mal ein Video gemacht, der perfekte Assassine. Sie kann ultra krass rasieren und im Late Game fällt sie nicht ab. Das ist ja das größte Problem von den meisten Assassinen. Wobei das immer so ein bisschen auf die Gegner ankommt. Ne? Wenn du 5 Tanks im gegnerischen Team hast, dann ist es natürlich wiederum nicht so geil mit Katharina, sind wir ehrlich. Aber ja, deswegen kann sein, dass ich jetzt demnächst einfach nochmal wieder ein paar verrückte Champions, was heißt verrückte, ein paar verschiedene, wollte ich eigentlich sagen, verschiedene Champions spiele. Und ja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir droppt, wie euer Tag so war. Naja, ich könnte jetzt sagen, ja, kommentiert, abonniert, sagt welchen Champion, ihr aber das ist Quatsch, Leute. Ich will einfach nur wissen, wie geht's euch? Das ist doch cool. Das hier ist Quatsch. Also das war Quatsch, Leute.
Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Wie habt ihr geschlafen? Habt ihr irgendwas Tolles geträumt? Ich habe tatsächlich was geträumt. Guck, ich mach den Anfang. Ja, wir sind ja, ich sag das nicht, damit ihr kommentieren sollt, sondern ich sag es, weil es mich wirklich interessiert. Ja. Ich habe geträumt, dass ich in China war. Oder es war irgend so ein chinesisches Land so. Und ich war irgendwie plötzlich im Meer. Ja, ich war einfach so in einem Meer. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, sonst ende ich hier gleich. So fängt es nämlich an. Ich wollte flashen und war ich schon... Ja, aber dann kann ich jetzt wenigstens erzählen. Es ist okay, Leute. Es ist okay. Ne? Berücksichtigung unter... Ich habe lange nicht gespielt. So. Das heißt, ich war plötzlich in so einem Meer, aber drumherum waren schon so ein paar Inseln, aber ich war schon ein bisschen weiter weg. Und dann kam da so ein Taxiboot an, ja. Und die haben gesagt, free zu Tigerinsel Transport, da kann man spenden. Und ich denke so, ja, klar. Dann wollte ich da mit. Und dann sagt sie so, ja, 10 Euro. Na, und dann dachte ich so, ja, 10 Euro ist dann okay. Und dann wusste sie, dass ich damit zufrieden war, weil ich habe mich schon die ganze Zeit so ein bisschen von der verarscht gefühlt. Von dieser Taxifrau, Taxibootfrau. Und dann hat sie gesagt, ja, auf einmal Plusgebühr irgendwas 57. Und dann auf einmal nochmal Gebühr 10 Euro. Und dann waren es auf einmal 40 Euro. Und ich denke mir so, Brudi, du verarschst mich doch. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur 10. Und dann hat sie gedacht, ja, 10 ist okay. Verhandlungsgott Tobi einfach, Leute. Und dann bin ich darüber gefahren und dann war ich später in so einem Restaurant. Mit denen tatsächlich und mit der Taxifahrerin und deren Familie, also der Mann und zwei Kinder. Die Kinder konnten Deutsch tatsächlich. Aber kein Chinesisch. Und ich konnte irgendwie, ich hatte so ganz viele chinesische Coins. Ich wusste aber nicht, wie viel die wert waren. Ich wusste nicht, wie viel ich damit kaufen kann. Und ich wusste auch nicht, was ich kaufen kann, weil das ja alles auf Chinesisch war. Vor allem das Verrückte daran ist, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf China und diesen ganzen Kram. Also, wenn mich jemand fragt, ja, Urlaubsland, Bock oder nicht, dann sage ich immer, kein Bock. Okay, das war, glaube ich, Int, oder? Nö, war perfekt kalkuliert, Leute. Also China ist immer so das Land, wo ich sage, nee, da muss ich nicht unbedingt hin. Ja, ich rede sehr viel. Nee, das müsst ihr mal berücksichtigen, Leute, na klar. Also ich sag mal, mir ist es jetzt wichtig, ich habe jetzt lange nichts gemacht, deswegen ist es wichtig, dass ich mit euch kommuniziere. Na, ich könnte jetzt auch gucken, boah, ich mache jetzt hier voll das Flawless, alle Minions into, alle Kills into, richtig geil, Teaching, wie ist das? Mir ist es wichtig, dass ich gerade mit euch rede, selbst wenn da ein paar Minions drunter leiden oder dein Skill ein bisschen drunter leidet. Na, das heißt, erzählt mir doch gerne, was habt ihr denn so geträumt? Wie geht's euch so? Wie ist das Wetter? Ich wollte ja diesen Sommer richtig braun werden. Also klar, unter Berücksichtigung, dass es nicht schädlich ist für die Haut, Krebs und so weiter. Na, aber ich wollte schon ordentlich braun werden. Ich bin ja Italiener, geborener Italiener tatsächlich auch. Und ich wollte richtig geil, schön braun. 3-4 Tage und man hat auch Progress gesehen. Da war so, ne, wenn du so, man sieht ja an bestimmten Stellen, hey, ne, da zum Beispiel Richtung Boxershorts, ne, da sonst ich ja nicht, und dann siehst du, okay, hey, hier ist weiß und da ist knackebraun. So, man sieht den Progress. Aber, ja, weiß ich nicht, war irgendwie dann auf einmal gar keine Sonne mehr. Aber genug erzählt, Leute. Ich zeig euch jetzt, ich bin Katharina OTP. Ja, ihr wolltet es so, ihr denkt jetzt, ja, Tobi, du kannst gar nicht. Ja, komm, okay. Hater, ich beweise es dir jetzt. Hier, komm. Ich werde jetzt Calls machen, also. Ich bin Katharina, krasser Spieler. Wir gehen natürlich Gunblade als erstes. LeBlanc ist gerade Roam, die geht nach unten. Da ist sehr viel Action. Okay, sie geht nicht dahin, aber deswegen gehe ich dahin. Vielleicht können wir noch was machen. Wir gucken natürlich hier, dass wir sie im Auge behalten. Wir haben reingepusht, das heißt, sie ist hier beschäftigt. Das heißt, entweder sie kommt oder sie verliert Minions. Eins von beiden. Hier unten sehe ich eine Face-to-Face, 3-to-2-Interaction. Sehr potenziell, wenn Käse Bock hat. Gegen die beide Red Buff, schwierig. Wir laufen jetzt so, dass der Dolch in die Richtung fliegt. Ja, das jetzt. Aber das ist immer noch okay. Der Dolch fliegt neben Ezreal, drücken so, machen das. Und haben gewonnen. Genauso. Jetzt gehen wir hier und machen direkt Turbo-Stress. Machen die Q dahinterher und springen dahinterher und zack. Machen Auto-Attacks. Okay. Ja, ich meine, ich habe keine Ult. Was soll ich tun? Außer wenn ich einmal rankomme, dann könnte ich sie red buffen. Hat sie Schuhe? Sie hat Schuhe. Ich bin. Immer schnell gucken. 365. Wir haben 3 und auch 65. Das heißt, wir kommen da nicht hinterher. Jetzt hat sie wieder alle ihre Spells. Kette kommt gleich aus dem Busch. Die ist das. Was fine. Yeah, yeah, schreibt man immer. Yeah, yeah. Frage an euch auch an dieser Stelle. Ich habe damals immer, wenn ich Yes gemeint habe, Y geschrieben. Do you tank skill? Skill tank? Yes, Y. Ja, und dann. Keine Ult, ohne Ult mal kurz chillen. Plate wäre auch cool, aber keine Minions. Ich würde sagen, wir pushen eine rein, gehen shoppen. Wir haben sehr viel Geld, sollten wir nutzen. Und irgendwann hat mir einer gezählt, warum sagst du immer Y? Y heißt Y. Frage an euch. Heißt Y Y
oder heißt Y yes. 1600. Okay, das müssen wir. Wir gehen für eine Turbo Raum. Leider ist Botlane tot. Ich weiß nicht, Soraka ist, glaube ich, immer noch nicht in der Base gewesen. Aber Käse, glaube ich, auch nicht, oder? Das heißt, wir können gucken. Wir haben Ult. Wir warden mal hier. Ob wir sie vielleicht nochmal im Fix töten können. Ja, wir platzieren das Q. Das wird auch später im Teamfight sehr, sehr wichtig sein. Super defensiv die ganze Zeit zu warten, aber schon mal eine Q zu platzieren. Einfach nur die Q reinzubringen, so dass sie da irgendwo liegt. Und dann, wenn der Moment geil ist, dann eskalierst du rein. So, hier unten ist Action TQ. Wir können mal gucken. Vielleicht geht Jax. Ja, die sind. Oh, das ist perfekt. Das ist full perfekt. Wenn er da reingeht, wäre das. Oh, schade. Vielleicht kriege ich einen Knock-up. Das wäre very. Oh, das ist. Oh, très bien. So, das heißt, Leute, wir haben. Naja, es ist ganz. Ganz ehrlich, dieser Scheißdrache. Und das hier ist zu gefährlich, weil wir. Soraka ist irgendwie tot. Also, ich hätte Bock, aber. Das, also, die könnte ich schon one-shotten. Aber, Leute, wir sind 4-1. 600 Gold abzugeben. Wie worth ist das? Man muss manchmal auch klug denken. Das ist gerade das Wichtige, wenn ihr Assassin spielt, Leute. Denkt klug. Beziehungsweise, wenn mir jemand sagt, Tobi, ich möchte Assassin main, ich möchte Talon main, Cutter main, Fizz main, was auch immer ihr main wollt, kannst du mir einen guten Tipp geben, wie ich klein bin? Ja, hör auf zu greeden, hör auf zu greeden, hör auf zu greeden. Wenn ihr ein Kill für einen Kill ist nicht worth, Leute. Wenn ich das hier halten will, 4-1, das heißt, wir müssen 4 Kills machen für einen Tod. Hier unten wäre das so eine Aktion gewesen. Vielleicht hätten es 3 werden können, vielleicht 2, vielleicht wäre ich auch einfach nur gestorben, vielleicht 1-1. Wir wollen nicht 1-1 sterben, Leute. Wir wollen mindestens 3 Gegner töten, wenn ich einmal sterbe, circa, grob. Natürlich, klar, das kann man, ne, wenn du dafür noch einen Turm kriegst, einen Inhibitor, ein Objective oder so, dann kann man das verargumentieren, aber... Okay, das war Int, tatsächlich, da habe ich mich selber gecountert. Ist aber okay. Sie ist quasi so gut wie tot. Wir können sie vielleicht gleich sogar umbringen. Wir warden mal hier. Stayen around here. Falls unten was ist. Die pusht nämlich sehr hart. Wäre ich in der Nähe. Können jetzt gucken, ob wir in die Mitte gehen oder unten gehen. Das ist tatsächlich so ein Problem bei Katarina. Wann benutzt du Gunblade? Wann benutzt du Ultimate? In welcher Reihenfolge? Und wenn du es in der falschen machst, dann brichst du dein Gunblade ab. Dein Ultimate. So. Wir laufen jetzt hier. Okay. Wir sollten jetzt auch nicht overgreeden. Ah, jetzt wäre nämlich dieser Moment gewesen. Unglücklich. Tatsächlich unglücklich. Zack. Hier haben wir eine W. Reicht das? Ja. Schön. Okay, lasst uns schauen. Käse ist leider 1-3. Und das Schlimmste bei Adi-Käse ist immer, dass die sau schnell keinen Bock mehr haben. Die Frage ist, gehe ich jetzt da runter ohne Ultimate? Oder halte ich die Mitte? Ich würde sagen, ich halte weiter die Mitte, weil ich auch ihr keine Platte geben möchte. Und Botlane, die sind ja auch, guck mal, Ezreal 1-3, 1-4. Eigentlich hinten beide Botlaner. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum meine Kaiser noch nicht mad ist. Weil Ezreal genauso intet. Ja, ich will... Und Botlane ist jetzt egal, ob die ein paar Plates kriegen oder nicht. Aber Hauptsache LeBlanc kriegt keine Plates. Sie wird jetzt wahrscheinlich nach oben gehen und ihn töten. Ah, das ist sogar Jax. Wir gehen aber in der Zeit nach unten und töten die. Guck mal, da ist noch Ezreal. Brand ist tot. Da sehe ich mich komplett drauf. Da sehe ich mich... Der ist auf jeden Fall tot. Wenn der nicht stirbt, dann bin ich sau bad. So, wir laufen jetzt einfach hinterher. Springen. Drücken die Q einfach. Springen hier. Ja, der ist auf jeden Fall tot. So. Die Farm lassen wir natürlich. Wir sind nicht so ein Mad Lord. Wir lassen das. Gehen in die Mitte. Lassen ja auch die Plates. Ich könnte jetzt mithelfen pushen. Aber ich will lieber LeBlanc kontrollieren. Wir nehmen hier so ein paar Potatoes mit. Und jetzt gucken wir. Also, welche Combo wäre die beste? Grundsätzlich auf Katarina. Beste Combo ist immer mit E-Engage. E-W-Q. Q ist natürlich... Ist zu predictable. Kann manchmal worth sein... Ich sag mal so, die richtige Kombo, ne, dann kommen so Leute, Tobi, du machst die Kombo falsch. Die Kombo macht man nicht falsch, sondern man wählt vielleicht die falsche Kombo. Na, es gibt viele Kombos und du musst aus dem Arsenal der Kombos die richtige wählen. Na, hier zum Beispiel können wir so machen, zack, zack. Und jetzt könnten wir hinterher springen und dann so machen. Und dann ist es ganz knapp und sie wäre fast gestorben. Na, das ist so zum Beispiel diese... Diese Kombo benutzt man, wenn der, Gegner über Sprünge verfügt. Irgendwas, Corki Dash, LeBlanc Dash. Dann gehst du erstmal drauf, benutzt dein Stuff, Böllers rein, am besten auch Gunblade, aber sie ist halt sofort weg gewesen. Und machst dann, dann springst du hinterher und drückst dann erst die Ultimate. So, Schuhe, damit das ein bisschen mehr knallt. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, ich komm, Leute, ich sehe mich auf dem Daxil. Und die Frage ist, ob wir... Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. 3. Die erste wäre Rabadons. Das wäre so wirklich ballsy. Wenn wir das Ding haben, platzt jeder, aber wir sind auch sehr... Wir sind 5-1. Wollen, ne? Weiß man nicht.
Die zweite wäre Morellen, sehr stark, wegen Magic Pen und so. Oder einfach nur das Orb, geht auch. Oder die letzte Methode, und die werden wir wahrscheinlich gehen, ist das Sonias. Dann würden jetzt einige sagen, Tobi, Sonias, Bruder, du bist 5-1, was für Toplane ist tot, aber es ist gut, dass er gestorben ist, bevor Liblau da war, so kann ich mich nicht flamen. Jetzt ist halt die Frage, alle hinten, das ist die nächste, wobei unten geht. Wir werden, Toplane ist eh scheißegal. Kommt, da kommt jetzt gleich Scheiße. Hallo? Ja, also es war nicht clean, aber es war okay, würde ich sagen. Ich bin ja am Üben, Leute. Ihr könnt mich gar nicht haten. Ihr könnt nicht sagen, wow, deine Cutter so bad. Weil das ist so, als wenn du zu einem Azubi gehst, so, wow, you Azubi so bad. Kannst du nicht sagen, weil der ist ja in der Ausbildung. Das ist sein Patient to be bad quasi. So, ne? Du kannst niemanden haten. Du kannst auch, ne, es gibt so Diamond-Spieler oder was, die sagen, boah, du Silberspieler, voll bad. Ja, aber die sind deswegen Silber, weil sie voll bad sind oder Bronze oder was, ne? No hate. Das ist einfach so. Du kannst nicht da rumsmurfen und sagen, yo, so bad. Dies, das. So, wir haben Ultimate wieder ready. Ich hab Bock. 4 Leute Botlane, da kann nichts schief gehen. Zum Stundenglas sagen wir gleich was. Bin unterwegs. Jax ist das größte Problem, to be honest. Würde natürlich Brand töten, weil der ist halt free to take. Frapp. So, eine Q hier. Eine W hier. Und so. Zack. Okay, passt. So, da, okay, das ist gar nicht Kaiser. Dann können wir die Farm auch nehmen. Zum Stundenglas. Ich bin so fett, guck mal Leute, wir sind 8-1, das heißt, wir könnten jetzt sogar langsam wieder sterben, wenn wir diese Ratio halten wollen, aber eigentlich wollen wir nie sterben. Wir wollen nie sterben, weil das ist der Grund, wie ihr als Assassin Spiele verliert, indem ihr sterbt. It's like that. Ah, und genau deswegen, weil wir A nicht throwen wollen, komm Leute, klar, wir wollen nicht sterben, das passt dann perfekt. Wir wollen nicht throwen und wir sind 8-1, wir sind stark genug, wir brauchen keinen Rabadons, Leute. Normalerweise hätte ich diese Items, die ich jetzt erst habe, in wahrscheinlich... Nehmen wir ein normales Game, wo ich 1 einstellen würde, dann hätte ich diese Games, Items erst in, keine Ahnung, 6 Minuten oder so wahrscheinlich. Oder 7 oder mehr. Und deswegen kann ich es mir erlauben, Tank zu gehen, ohne dass ich Damage verliere. Das ist die Begründung dahinter. So, wir machen jetzt wir poken einfach, Leute. Die Ulti hat überhaupt keinen Cooldown. 60 Sekunden, wir poken jetzt einfach. Wir gehen drauf und poken. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Ja, komm, so. Okay, das ist jetzt ein bisschen unglücklich tatsächlich, aber... Okay, jetzt reicht's aber auch, ne? Jetzt ist aber auch gut, okay. Ne? Da, ich hätte noch Stundenglas gehabt zur Not, aber, gut. Die haben auf jeden Fall richtig Turbo-Bock. Merkt man, sollten wir vielleicht ein bisschen warden. Problem ist, okay, da kommt Harald, nee, ich habe keine Ult, Brudi. Okay, wenn er sie killt, ist gut, aber... Also, ich gehe da nicht rein, Leute. Ich habe ihn verkauft, ja, geh mal Tank, please. Stulle ist mein Duo-Mate. Ja, er ist bekannt für seinen Gragas, Kappa. Aber, also ja, ich, ne, also, Leute, ne, das ist immer so, wir haben genug Damage, wir brauchen hier kein Drag-Tablet oder so, ne. So, unten ist wieder am Ende, sehr gut. Wir haben leider keine Ult, müssen wir berücksichtigen. Gunblade ist aber ready, unten Stundenglas ist ready und Ezreal hat gerade geäht, das heißt, wir töten einfach alle. So, drücken einmal eben hier kaputt. So, Stacks sind da, 14, lecker. Das Renekton könnten wir für gehen... Wir müssen natürlich jetzt gucken. Also wir wollen nicht sterben. No Death Gameplay. Klar, dieser eine, das war, glaube ich, am Anfang, wo ich zu viel geredet habe. Also das heißt, eigentlich sind wir bei 0 Tode. Der Tod zählt gar nicht, weil ich habe geredet. Also wirklich, ich habe geredet. Kannst du nichts sagen. Oder war es das? Ich glaube schon. Ich meine, ich rede die ganze Zeit, aber... Aggressione! Wir wollen nicht sterben. Das ist einfach... Zwei größten Assassinen-Regeln. Greede nicht und sterbe nicht. Wobei die beide miteinander sehr, sehr stark verknüpft sind, quasi, ne? Wer greedet, stirbt. Na? Auch jetzt hier für, wenn ich sage, ja, ich könnte jetzt LeBlanc, so ist es überall viel, ne? Guck mal hier, der Trust in mir ist auch stark. Ne, we win, ist Cutter is alive. Wenn ich jetzt sage, okay, ich könnte jetzt hier für die reingreeden, könnte ich, ne? Jeder von euch sagt jetzt, boah, Tobi, töte die doch jetzt einfach. Den da, töten. Könnte ich. Der ist aber 4-8. Die Chance, dass jetzt gleich Jax kommt, dass ich irgendwie sterbe, was Missplayer, was auch immer passiert, einen Stun von Brand abbekomme, er ist auch ein bisschen tanky, ist relativ hoch. Wie worth ist das, für einen Brand-Kill, vielleicht sogar, wenn ich beide kille, zu sterben? Das sind 1000 Gold. Ist überhaupt nicht worth. Dadurch gibt ihr den Gegnern Chance, ins Game reinzugamen. Komm, GG, well played, babidi-bab, bab, bab. So, wir gehen jetzt Botlane unterstützen. Oh, großes Duell. Zwei hinten AD-Carries. Wer ist stärker, wenn beide ADKs inten? Der ADK, der kein Outlets braucht. Dafür könnten wir jetzt flashen. Die Frage ist, ob das worth ist.
Mittlerweile wird es auch nicht mehr reichen. Ne, ist auch, glaube ich. Ne, auch hier jetzt. Flash für so ein 3-6 ADK. Ich glaube, den Flash brauche ich noch. Klar, man sollte auch nicht zu alles aussparen. Ne? Manchmal sollte man auch einfach raus, ne? Gerade was Ignite angeht. Bei Ignite wirklich verschwenderisch, Leute. Benutzt das einfach. Weil Ignite ist eh immer ready, legit. Aber, ne, ich weiß nicht. Profitiert mein Team jetzt davon, wenn dieser Ezreal tot ist? Weiß ich nicht. Ich würde Stacks bekommen, das wäre so geil gewesen, aber... Guck, jetzt geht's nämlich hier rund, Leute. Jetzt geht's hier nämlich rund. Hier könnten wir vielleicht sogar Flash jetzt gebrauchen. Tatsächlich. Frage ist, geht hier noch mehr? Jax, immer schnell gucken. 3-2, relativ tanky. Trinity bald. Renekton, sehr damage-lastig, keine MR. Wir könnten jetzt hier vielleicht eine Gank-Interpretation starten. Aber nicht alleine. Alleine nicht. Springt er? Ich hätte ihn eigentlich springen lassen können. Nee. Naja, das sind auch so Momente. Was wir wollen, ist ein Teamfight. Und dann wollen wir sehr spät rein. Das heißt, worauf müssen wir achten? Wir müssen darauf achten, dass Brand uns nicht stunt. Und dass Jax uns nicht stunt. Und Renekton. Dass die alle. Die Chance, dass sie alle jemanden angreifen, ist sehr hoch tatsächlich. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, egal wer hier reinkommt. Stirbt er bitte, Leute? Leute, 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 Leute? Ja, danke. Stundenglas, Worth. Nein, okay, mit Rabadons wären sie vielleicht gestorben, aber... Haben die den bekommen? Ich habe das Gefühl, ja, oder? Ne, wir haben den bekommen tatsächlich, weil die hatten schon einen. Ja, schön. Jetzt ist auch direkt das Teil hier wieder fertig. Baron... Ohne AD Carry. Leute, ich bin klug. Manchmal muss man einfach sagen, manchmal muss man einfach Dinge sagen, ne? Es muss jemand sagen, hey, dieser Baron ist schlecht oder hey, dieser Baron ist gut, ne? Es gibt immer so die Leute, jeder pinkt es immer so, aber AD Carry ist nicht da und selbst wenn er da ist, keine Items, 4-6 und die Kills wahrscheinlich auch erst gerade bekommen. Paar zumindest. So, und wir wollen erstmal unser Geld ausgeben. Stundenglas. Und jetzt, entweder, wir können ja gucken. Bisschen Magic Damage, bisschen AD Damage. Wir könnten einfach auf No Death Challenge gehen und jetzt noch ein GA hinterher setzen. Aber ich kann leider dieses Stopwatch nicht mehr bauen. Ach komm, wir wollen auch böllern. Das heißt, ja, wir kaufen jetzt Rabadons. Komm, ja, wer Magis baut, muss auch Rabadons bauen. Ganz einfache Regel. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich hatte letztens Angst, dass irgendwie Gunblade genervt wurde, weil ich auch gerne Akali spiele. Und dann war das aber nur in TFT irgendwie. So, also mein Team, Top Lane ist so Full Damage, Jungle ist Full Damage, das ist eigentlich echt schlecht, möchte ich sagen. Und ich hoffe, er ist rausgegangen, oder? Bitte nicht. Oder er hat den DC. Es kann aber sein, dass das wäre halt, Leute. Ich kann das carryen, aber nur, wenn ihr aufhört zu inten. Okay, guys, stop playing alone. Please stay with me all time. We can win as 4. Also ich weiß nicht, ob Darius wiederkommt. Ich hoffe, dass er wiederkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerage-quitted ist, weil ich bin 11-1, aber... Vor allem als Top-Laner beim AD Carry, ja. Aber... Das heißt, mein Team muss um mich spielen, aber ich muss auch um mein Team spielen. Das heißt, ich muss 24-7 bei meinem Team bleiben, weil... Na, sonst inten die einfach so wie gerade. Und wie gesagt, dieser Jarvan-Build ist leider terrible. Der ist leider terrible. Muss man einfach sagen. So, gehen wir da unten hin oder so. Ich würde gerne einen Stab kaufen. Aber da müssen wir jetzt eben rein. Wir haben Sonyas fertig. Wir haben super viel. Wir haben 300 AP. Das ist für den jetzigen Zeitpunkt. Let's go. Engage, Leute. Engage. Go for this. Sehr gut. Wir wollen nicht flashen. Was habe ich getan? Oh, ich habe ohne Witz die 1 gedrückt, so aus Reflex, aber das war eher auf Cooldown. Und ich bin, glaube ich, einfach mit meinen Fettfingern auf beide Tasten gekommen. RIP. Ist mir damals aber tatsächlich sehr oft passiert. Ich könnte jetzt sagen, ja, ist mir jetzt etwas peinlich, aber damals super oft. Ich habe nämlich früher Stundenglas immer auf 1 gehabt. Beziehungsweise und mein Gunblade immer auf 1. Das heißt, ich hatte immer... Das Active auf 1, bis ich mein Stundenglas hatte, und dann habe ich das auf 1 gemacht. Und dadurch ist immer passiert, dass ich die Items. Das Stundenglas, obwohl ich Stundenglas. Ich hatte einfach immer alle Items auf 1. Ich konnte nicht mit 2 umgehen, nicht ordentlich. Ne, irgendwann habe ich es mir antrainiert und dann ging es auch, aber. Ne? Das heißt, Leute, wenn ihr auch dasselbe Problem habt, change es einfach. Spielt einfach die ganze Zeit mit Sonyas 2, zum Beispiel, oder wie auch immer ihr machen wollt.
Und da klappt das. Weil ich hatte das Problem bei Wladimir. Wladimir war mein Problem. Weil auf Wladimir, normalerweise habe ich immer geguckt, ich baue nur ein Active. Nicht, dass ich mit umgehen könnte, aber... Na, konnte ich nicht. Nicht ordentlich. Nicht zu 100%, dass man sagen, ich habe 100% alles im Griff. Ja, da hatte ich dann nämlich immer Protobelt. Oh, oder Spellbinder. Leute, Leute. Wo ist meine... Ach, die habe ich gar nicht. Ich habe Ult gedrückt. Komm schon. Ah... Okay, da habe ich jetzt geintet. Und da war natürlich eine Turbo-Trap. Die kam einfach... Das war wie so ein... Hentai... Ne, wie sagt man? Nicht Hentai, sondern Anime-Betrayal. Okay, wir verlieren, Leute. Wer will jetzt surrendern? Kaiser? Natürlich Kaiser. Chill. Chill, guys. We just need to stay as four. All time. Klar, das war jetzt gerade mein Int. Ich flame niemanden dafür. Ich kann das carryen, Leute. Ich kann. Es wird hart, aber ich kann. Wenn alle mitziehen. Und er muss, glaube ich, das verkaufen. Stulle, verkauf mal Jomus. Das ist schlecht. Wenn Draktablet, aber selbst das. That's a problem. So, mach mal hier. Ne, das braucht er nicht, diesen Kram. Wir brauchen einfach nur jemanden, der reingeht, Aggro auf sich zieht, so lange wie möglich. Damit die Stunts raus sind. Damit, Jack's dann raus, Schrenkens dann, der muss das halt überleben. Der Warmox Fest ist auch leider Turbo-Bad. Also den Boy muss ich, glaube ich, nochmal... Den muss ich mir nochmal in die Hand nehmen. Nochmal ein bisschen was sagen, ne? Weil seine Warmox wird vermutlich gar nicht funktionieren. 2-7, er braucht... 3. RIP. Aber wird er gleich haben wollen. Ja, klar könnte ich ihn jetzt dafür... Also, ja, ich kann ihn jetzt dafür flamen, aber er ist halt Silber. Er ist jetzt kein Smurf oder so. Er ist halt Silber und er gehört halt dahin, deswegen macht er solche Dinge. Aber, Leute, ich finde, wenn man schlecht spielt, ist es ein Ding. Aber wissen, was man bauen sollte. Ich glaube auch Conqueror, ich will jetzt nicht lügen, aber ich würde sagen, Conqueror ist Turbo-Better. Wahrscheinlich gibt es keine guten Alternativen auf Jarvan. Aber so viel greift man noch nicht an. Leute, stop going bot and come with me. Ja, vielleicht sollte ich auch bot gehen, aber was wollen wir bot? Klar, es muss jemand defen, aber wenn wir hart genug pushen, dann... Also hart genug, ja. Pushen, dann kommen die schon wohl. Soraka alleine unten. Machen jetzt Baron. Kann auch. Oh Mann, das ist so unglücklich. Die machen jetzt Baron. Die Chance, dass ich da... Klar, Baron, ne? Alles geil, aber sind halt, Jax ist halt super stark. Der ist auch gleich schon weg, Rip, Alter. Es wird nichts. Der ist weg. Lass... Obwohl... Ja. Vielleicht, ne? Ja, ne, jetzt nicht, das war zu spät, da hätten wir, da war RIP einfach. Klar, er hätte halt Feuer reingemusst, dann vielleicht, aber wäre ich reingegangen, wäre ich instant gestunt worden. Na, das ist ja das Problem, wenn du als Cut Engage, du kriegst sofort Jackstun, Rankenstun, irgendwas ab, zack, Brandstun, bist sofort gestunt. Kannst halt nichts mehr, oh Mann, dieses Game. Aber ich find's, einerseits finde ich es gut, weil es richtig spannend wird. Andererseits finde ich scheiße, weil ich direkt ein Cutter Game verliere. Ich glaube, ich muss sie jetzt töten, ganz einfach. Wenn wir gewinnen wollen, muss ich jetzt jemanden catchen. Mitte können wir eh nicht deffen. Oder vielleicht, wenn die overextenden, vielleicht. Ich bin da, ich bin sofort da. Oh, die stirbt, RIP. Ach, Mann. Kann ich den töten? Irgendwas muss ich jetzt töten, aber... Leute! Ja, fuck this game. Fuck! Melamine, Mone, Mane. Oh Gott, Alter. Ich meine, ich könnte mehr machen, ja, aber... Es ist auch nicht so einfach, weil wir keinen haben, der reingeht. Und die Gegner sind halt alle Wellity-Wellity. Komm, wir machen jetzt Dinge. So, eins. Das zwei. Zwei. Wir platzieren schon mal den Dolch, falls sie abbauen will. Okay, sie geht einfach so. Oh shit, das war die falsche. Oh, Doppelshit. Oh, Doppelshit. Ist so eine Q, aber wir haben halt auch kein Damage, ist das Problem. Weil ich bin halt der Einzige, der Damage macht. Klar, ich habe Jarvan gesagt, er soll kein Damage machen, aber er wird auch mit Damage kein Damage machen. Das ist ja der Punkt. Gib mir mal jetzt Schnelligkeit. Können wir das hier noch deffen? Komm. Da muss noch was gehen, Leute. Kommt schon! Okay. Leute! Ah. Also ja, ich sag mal so. Ich glaube, der Darius ist wirklich Rage-Critted. Gehe ich jetzt mal von aus. Oh, was meint ihr? Ist er Rage-Critted oder nicht? Klar. Es ist schade, sind wir ehrlich, aber ich sag mal so, man muss ja immer für sich selbst, also klar, jetzt folgende Dinge, lasst uns ein Fazit ziehen, klar,
Wir haben einen LP verloren. Das ist fies. Fazit. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, Tobi, du hättest aggressiver spielen können. Hätte ich vielleicht. Vor allem, wo mein Team, wo es quasi wird about one to lose. So, weil man sagt, alles oder nichts jetzt, ne? Ich glaube aber grundsätzlich nicht dieses Greeden, ne, ohne euch jetzt zu flamen, aber weil ihr immer sagt, ja, Tobi, du hättest mehr, seid ihr halt die Leute, die mich dann fragen, ja, Tobi, wie soll ich besser Assassin spielen? Ja, und dann sag ich euch weniger Greeden. Und ihr sagt mir jetzt, ja, mehr Greeden, ne? Das ist so dieses, ich habe mich super krass zurückgehalten und ich glaube, das war wirklich gut. Ich bin stolz auf mich, Leute. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich mich so zurückgehalten habe. In einer Situation hätte ich mehr reingehen können. Ich muss aber auch sagen, ich hatte Turbo-Respekt vor Jax. Weil Jax kriege ich nicht tot, den kann ich nicht one-shotten. Er stunt mich und danach mich tot. Ich hatte unglaublich viel Respekt vor dem Boy. Und das war so, sobald Jax irgendwo around war, war ich sehr scared. Es war für mich okay. Ich muss ja für mich sagen, was kann ich besser machen? Klar, ich hätte besser zersen können und so. Vielleicht ein bisschen aggressiver, so 3-6% aggressiver spielen. So ein bisschen an dem Aggressivitätsschräubchen drehen. Aber ansonsten, sag ich, war es okay. Klar, er war AFK, habe ich ihn reported schon? Brauche ich nicht, ist eh immer, ne? Aber ansonsten würde ich sagen, war es in Ordnung. Es war in Ordnung, Leute. Wie gesagt, vergesst mir nicht zu droppen, wie es euch geht und so weiter. Und so weiter, ne? Und mit Y und Yes und, ne? Ich wünsche euch was. Danke, dass ihr da wart. Und auf Wiedersehen. Schönen Tag euch.